Grüezi miteinander. Leider können wir dieses Jahr unseren Neujahrsapero nicht durchführen aus den bekannten Gründen. Am Gemeinderat und mir ist es trotzdem wichtig, uns persönlich an sie zu wenden. Dieses Jahr hat die Corona-Pandemie uns alle schwer getroffen, im gesellschaftlichen wie im kulturellen Bereich. Und ganz viele Unternehmungen mussten unter dieser Pandemie auch wirtschaftlich leiden. Trotzdem haben wir aber ein erfolgreiches politisches Jahr hinter uns. Wir konnten Schulhaus Dös im Herbst einweihen, beziehen. Jetzt sind wir noch an den Aussenarbeiten dran. Gefreut hat sich der Gemeinderat über das sensationelle Resultat bei der Abstimmung über die Auslagerung vom Alterszentrum Wiesli. Vielen Dank für das grosse Vertrauen. Danke möchte ich allen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die sich das Jahr in dieser Corona-Pandemie stark engagiert haben, auch für ihre Nachbarn. Und ganz herzlichen Dank an allen anderen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die sich sonst eingesetzt haben für unsere Gemeinde oder für ihre Vereine. Danke möchte ich auch allen Einwohnerinnen und Einwohnern, die die Regeln, die auferlegt worden sind vom Kanton und vom Bund, dass sie die so gut befolgt haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass sie das so lange durchhalten mögen. Jetzt hoffe ich auf ein besseres 2021, dass wir die Corona-Pandemie irgendwann im nächsten Jahr besiegen können, so dass wir wieder in ein normales oder in ein normaleres Leben zurückkommen, wo wir uns gesellschaftlich und kulturell wieder so bewegen können, wie wir es uns gewöhnt waren. Das Hoffen ist natürlich auch, dass die vielen Unternehmungen, die jetzt haben müssen, darunter leiden mussten, dass sie auch wieder ein besseres wirtschaftliches Jahr verzeichnen können. Dank Ihnen ist der Gemeinderat von Richterswil zuversichtlich, dass wir das 2021 zusammen werden packen werden, egal ob mit oder ohne Corona. Zum Schluss wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch ins 2021 und bleiben Sie gesund.